Wir können das Geschehene nicht ungeschehen machen, aber wir können Hinterbliebenen helfen. Wir werden ihnen nicht Trauer, Leid und Trauma nehmen, aber wir können sie unterstützen. Und wir können lernen daraus und Konsequenzen ziehen. Ich entschuldige mich ausdrücklich im Namen des Freistaats Bayern für die Fehler und für die Versäumnisse, die damals gemacht wurden. Und ich entschuldige mich auch, dass es so lange gedauert hat, bis man darüber redet und bis man eine Entschädigung gefunden hat. Das heißt nicht, dass es jetzt besser ist, aber wir haben daraus gelernt. Noch einmal, wir bitten um Verzeihung. Ich darf das nur für den Freistaat Bayern sagen, für den ich Verantwortung habe. Nie wieder. Nicht nur nie wieder im Sinne einer schwierigen Polizei, sondern auch mit einem klaren Bekenntnis gegen Terrorismus, aber auch gegen die Vorstufe des Terrorismus, nämlich gegen Antisemitismus. Ein umfassendes Schutzversprechen. Deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist der heutige Tag nicht nur ein Tag der Erinnerung, sondern auch ein Tag des Bekenntnisses und ein Tag der Entschlossenheit. Ein Tag der Entschlossenheit an alle, die denken und glauben, sie könnten so agieren oder sie haben wieder eine neue Chance. Bei uns nicht. Nie wieder gemeinsam erinnern und gleichzeitig ein Signal für die Zukunft setzen. David Berger. Anton Fliegerbauer. Zev Friedmann. Josef Gutfreund. Eliezer Chalfin. Josef Romano. Amitzur Shapira. Kehat Schoch. Mark Slavin. Andrei Spitzer. Jakob Springer. Moshe Weinberg.